Kennt ihr das auch? Direkt auf der Hauptstraße eurer Stadt geht ein Weg in den Wald und ihr wisst gar nicht, wo der hinführt? Das werden wir heute ändern. Weiter nach dem Intro. So, es ist immer wieder erstaunlich, was man so in seiner Heimatgegend unmittelbar am Ort alles sehen kann. Man ist schon 10.000 Mal dran vorbeigefahren, aber nie hineingegangen. Und ich erwarte hier in diesem Waldgebiet einfach so ein Stück weit Einsamkeit, sage ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass ich hier auf andere Wanderer stoßen werde, höchstens auf einen Förster oder einen Jagdpächter. Und ich hoffe, ein, zwei schöne Motive kommen dabei raus. Und ansonsten habe ich vielleicht ein, zwei Stunden freie Natur, frische Luft, abgesehen von der Autobahn hier, die mir dann um die Nase wehen und dadurch den Kopf mal wieder ein bisschen frei zu bekommen. So, links seht ihr die Einfahrt zum Pendlerparkplatz, geradeaus die Autobahn Auf- und Abfahrt. Da hinten geht's zum Ortsteil Lippramsdorf und quasi in dieser Senke, dem sogenannten Hundegraben, wie er hier vor Ort genannt wird. Mein Gott, da geht ein Weg rein, den ich heute gehen möchte. Und aufgrund des Verkehrs alleine schon kann man sich vorstellen, dass die Strecke hier nicht sehr beliebt ist. Jetzt hier zu laufen, ist alles andere als das, was ich unter Wandern verstehe. Aber leider muss ich eben so anfangen. Wenn hier jetzt keine Bundesstraße wäre, keine Autos, kein Verkehr, dann wäre das ein total schöner Ort, denn der Wald an sich ist total schön an dieser Stelle. Auch wieder eine sehr interessante Stelle. Hier liegt die Straße deutlich höher als das umgebende Gelände. Man hat so ein bisschen das Gefühl, auf Höhe der Baumkronen zu sein. Und man kann in das Gelände ganz gut hineingucken und sieht auch, wie dicht es bewachsen ist. Zumindest in dieser Perspektive. Finde ich sehr cool. Allerdings ist das hier, da vorne auf dem Schild kann man es sehen, ein Naturschutzgebiet. Das heißt, ich darf natürlich in das Gelände hinein, muss aber auf den Wegen bleiben. Was ich natürlich auch tun werde. So, und jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier von der Bundesstraße wegkomme. Das ist mir echt zu laut. So, jetzt bin ich hier genau an der Stelle, die ich vorhin meinte. Ich fahre noch mal ein bisschen runter. Ich bin schon bestimmt gefühlt 100.000 Mal hier vorbeigekommen und habe diesen Weg hier reingehen sehen, aber ich bin noch selber nie reingelaufen und wird mal Zeit, das zu ändern. Ich bin witzigerweise Luftlinie, ich würde mal sagen, 2-3 Kilometer von hier entfernt groß geworden. Und da sollte man eigentlich meinen, dass ich diesen Weg kenne. Dass ich schon mal hier gewesen bin, bin ich aber nicht. Ne? Und kaum geht man mal 10, 20 Meter weit rein, habe jetzt schon das Gefühl, dass es leiser wird, ruhiger wird. Dunkler wird es auch, was natürlich an den Bäumen liegt. Man hört so langsam die Vöglein zwitschern. Hinter mir noch ein paar LKW und Autos. Aber es wird schon besser. Ich bin jetzt genau an der Stelle, wo der asphaltierte Weg in den Wald hinein aufhört. Die Straße, einerseits die Bundesstraße, andererseits die Autobahn, höre ich jetzt praktisch gar nicht mehr. Dafür höre ich jetzt schräg oben in den Wolken etwas anderes, und zwar ein Windrad. Nicht besonders schön, aber das ist der Preis für die Energiewende. Ich habe mir vorher keine Route rausgesucht, sondern laufe wie so oft einfach der Nase nach. Ich kenne die Wege eh alle nicht, ne? Also ist doch eigentlich egal, ob ich jetzt links oder rechts rumgehe. Ob ich jetzt hier wirklich Tiere vor die Linse bekomme, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil dafür ist es eigentlich auch schon zu spät am Tag. Da hat man früh morgens oder abends natürlich bessere Chancen. Aber wer weiß, vielleicht habe ich Glück. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier liegen Kirschen auf dem Weg. Ich habe erst gar nicht geschnallt, warum. Aber hier steht ein Kirschenbaum. Und jetzt seid mal ganz ehrlich, wann seid ihr das letzte Mal im Wald gewesen und habt dort einen Kirschenbaum gesehen?
Hier scheint doch wirklich öfter mal ein Auto durchzukommen. Wo der Weg herkommt, wo er hinführt, keine Ahnung. Ein bisschen weiter habe ich dann diesen Weg gefunden, der wirklich wie eine Narbe durch das Gelände geht. Sieht nicht sehr schön aus. Ich habe versucht, das ein bisschen schön zu fotografieren. Was meint ihr? So, ich muss einmal schauen, wo ich ungefähr bin. Gut, wenn ich dem Weg hinter mir folge, komme ich irgendwann wieder zurück zu dem Pendlerparkplatz. Das wird für heute meine Strecke sein. Ich denke mal, keine Ahnung, vielleicht noch eine halbe Stunde. Dann bin ich wieder am Auto. Bis dahin habe ich nochmal versucht, den Wald ein bisschen auf mich wirken zu lassen, weil er sich auch gefühlt alle 50 Meter stark verändert hat, was die Vegetation angeht. Das war insgesamt recht abwechslungsreich. Zum Fotografieren habe ich jetzt nicht so schöne Motive gefunden, aber ich habe das Beste draus gemacht. Eine Eiche, eine ziemlich große Eiche, sieht man leider mittlerweile viel zu selten in unseren Wäldern. Zu Jahresbeginn habe ich auch ein schönes Foto geschossen von einem Baum, von einer Kastanie, glaube ich. Das Bild ist an der Unterstever in Haltern am See entstanden. Ich habe die Kamera an den Stamm gestellt und von unten nach oben fotografiert. Ich kann jetzt witzigerweise durch die Bäume das Autobahnschild sehen. Finde ich cool irgendwie. Auch wenn es schade ist, man hört schon wieder an der Lautstärke, ich bin in der Nähe entweder der Autobahn oder der Bundesstraße. Was davon, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Und meine Wanderung ist dementsprechend gleich zu Ende, aber... Ja, aber so ist es nun mal. Ich hoffe, der Film hat euch wie immer gefallen. Es wäre schön, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Empfehlt mich weiter, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!